Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 147 Lampenfieber. Sehr früh morgens, am Tag der Hochzeit von Draco und Susan, hatte Albus noch vor dem Frühstück eine unerwartete Nachricht aus dem St. Mungos erhalten. Das Schreiben war von Blaise Zambini, der sich und seine Situation zunächst erklärte und schilderte, wie ungewöhnlich und obskur viele der Ereignisse für ihn klangen, von denen er aus älteren Ausgaben gängiger Zeitungen erfahren hatte. Gerade hatte Albus den Brief erst einmal gelesen, da trat Minerva herein. Als sie sein freundliches Gesicht bemerkte, verschwanden die strengen Züge aus ihrem eigenen. »Minerva, komm doch herein und setz dich. Möchtest du einen Tee?« bot er mit schmeichelnder Stimme an. »Ja, gern, Albus.« Minerva setzte sich auf einen Sessel, doch Albus, der auf dem Zweisitzer Platz genommen hatte, strich zaghaft mit der flachen Hand über das Polster neben sich und fragte schäkernd: »Möchtest du nicht lieber neben mir sitzen?« Sie zögerte nur einen kurzen Moment, bevor sie sich vom Sessel erhob. Mit einem unterdrückten Lächeln setzte sie sich neben ihn und ließ sich eine Tasse Tee reichen. Nachdem beide einen Schluck purpurfarbenen Früchtetee genommen hatten, fragte er, während sich derweil seine eigene Vorfreude in der Stimme niederschlug: »Freust du dich schon nachher auf die Vermählung?« »Oh, ja«, versicherte sie. »Ich mag Hochzeiten.« Albus hörte heraus, dass sie nicht nur von den Hochzeiten anderer Menschen schwärmte. Bevor er jedoch fragen konnte, was ihr auf dem Herzen lag, fasste sie sich selbiges und fragte mit unsicherer Stimme: »Albus, nimmst du es noch?« Zunächst stellte er seine Tasse ab und wandte sich ihr zu. Diese eine Sache, die zwischen ihnen stand, wollte er beseitigt wissen und daher antwortete er ehrlich: »Nein, Minerva.« Ihr war nicht einmal bewusst gewesen, dass sie die Luft angehalten hatte, die sie gleich nach seiner positiven Antwort erleichtert ausatmete. So viel wollte sie ihm sagen, ihm für seine Entscheidung um den Hals fallen, aber sie wollte gleichzeitig noch im Nachhinein mit ihm schimpfen. Doch keine einzige Silbe wollte sich über ihre bebenden Lippen wagen. Stattdessen nahm sie seine Hand in die ihre und hoffte, dass diese Berührung mehr sagen würde als 1000 Worte. Albus verstand die Geste. Für einen Moment schwiegen beide und sie blickten sich an. In den Augen des jeweils anderen stand so viel geschrieben, dass Albus nach einer Weile seufzte, als hätte er eine anstrengende und aufwühlende Unterhaltung hinter sich gebracht. Er drückte ihre Hand, bevor er sie an seinen Mund führte und ihr einen Kuss auf den Handrücken hauchte. »Ich habe dir so viel Kummer bereitet«, sagte er reumütig. »Nicht die Angst vor meinem eigenen Ableben hat mich dazu bewegt, das Elixier zu nehmen, sondern die Furcht, nicht mehr genügend Zeit zu haben für einen ganz besonderen Menschen, dem ich noch so viel zu geben wünsche.« Er drückte ihre Hand, bevor er schuldbewusst gestand: »In diesem Sinne habe ich sehr eigennützig gehandelt.« Seine Hand, einst fluchgeschwärzt und abgestorben, zog etwas aus der Innentasche seines farbenfrohen Umhangs. Beim Anblick des Gegenstands, den er zwischen Daumen und Zeigefinger in die Höhe hielt, verspürte Minerva einen tiefen Schmerz im Herzen, doch der verging, als Albus sie anblickte und sagte: »Mein Versprechen, Minerva, möchte ich noch immer einhalten, denn es ist die Zweisamkeit im Leben, die erstrebenswert ist.« Sich an das sehr offenherzige Gespräch entsinnend, das er mit Harry geführt hatte, und in Erinnerung dessen Worte, fügte er hinzu: »So jedenfalls versicherte mir vor nicht allzu langer Zeit ein sehr weiser Mann.«
Minerva betrachtete den Ring, den sie vor einigen Monaten von ihrem Finger gelöst und Albus zurückgegeben hatte. Gleich darauf blickte sie den Mann an, der ihr schon vor sehr langer Zeit das Herz gestohlen hatte, und sie erkannte, dass er zwar milde lächelte, seine Unsicherheit damit jedoch nicht überspielen konnte. Dass ihre Hände zitterten, bemerkte sie erst in dem Moment, als sie ihm die Hand entgegenstreckte und ihre Finger ein wenig spreizte, sodass er ihr den Ring überstreifen konnte. Seine Hände waren von der Aufregung nicht minder befallen, doch den Ring hatte er mühelos an seinem rechtmäßigen Ort platzieren können. Erneut küsste er ihren Handrücken. »Mein Glückwunsch«, erklang es plötzlich von der Wand. Die Gemälde hatten dem aufgefrischten Antrag mit Spannung beigewohnt und jeder der ehemaligen Direktoren und Direktorinnen von Hogwarts bekundeten ihre Freude über die Verbindung. Während im Büro des Direktors die Atmosphäre sehr gelöst war, schien die Spannung in den Kerkern bereits die Luft zu elektrisieren. Draco eilte von einem Raum in den anderen, schaute auf Listen nach und trug seine Hochzeitsbekleidung zusammen, die er erst in seinem Heim anziehen würde. Er war kreidebleich. Seine Mutter, die bereits das schöne Kleid trug, welches sie sich für die Hochzeit ihres Sohnes besorgt hatte, versagte bei dem Versuch, ihn zu beruhigen. Schatz, wie oft willst du die Listen noch durchgehen? Du hast alles getan, was du tun solltest. Um die anderen Dinge kümmert sich Mr. Bones und seine reizende Gattin. Setz dich doch bitte einen Moment. Tust du mir den Gefallen? Sie hatte absichtlich sehr ruhig gesprochen, obwohl die Aufregung ihres Sohnes längst auf sie übergesprungen war. Draco kam ihrer Aufforderung nach und setzte sich. Doch sein Körper war dem Drang erlegen, sich bewegen zu müssen, so dass seine Hände durch seine Haare fuhren und über die Hose strichen, seine Augen nervös von den Listen zu seinem an die Tür gehängten Anzug und den Hochzeitsumhang blickten. Seine Füße, obwohl er saß, gingen auf der Stelle. So unruhig war Draco. Ich halte das nicht aus. Am besten, wir gehen jetzt sehr zeitig los, damit ich mich in Ruhe umziehen kann. Ich habe das Gefühl, ich habe etwas vergessen. Wieder suchten seine Augen die Umgebung ab und er hoffte, ihm würde wieder einfallen, was ihm vermeintlich entfallen war. Du hast alles. Du hast den Anzug, die Ringe und all die anderen Sachen, die du dir notiert hattest. Beruhigte sie ihn. Wir gehen besser jetzt gleich nach Malfoy Manor. Abrupt stand er von der Couch auf. Draco, die Hochzeitsgäste sind zu 14 Uhr geladen. Es ist jetzt nicht einmal 8. Du hast noch gar nicht gefrühstückt. Wir sollten in die große Halle gehen und... Nein, wir gehen jetzt. Ich bekomme sowieso nichts hinunter. Hermine soll mitkommen. Sagst du ihr Bescheid? Sich die Aufregung der eigenen Hochzeit ins Gedächtnis zurückrufend, seufzte Narzissa leise, bevor sie zustimmte, denn am heutigen Tage würde es nichts geben, was ihrem Sohn beruhigen könnte, und so machte sie sich auf den Weg in den vierten Stock. Einen Moment bitte, sagte Hermine, nachdem es an ihrer Tür geklopft hatte. Sie hatte sich gerade das Kleid übergezogen, um sich im Spiegel mit ihm anzuschauen. Zum Frühstück in der großen Halle wollte sie es noch nicht tragen. Nachdem Hermine geöffnet hatte, wurde sie von Mrs. Malfoy mit der Nachricht überrascht, dass Draco sofort nach Malfoy Manor gehen wollte und er seine Trauzeugin an seiner Seite wünschte. Ich habe mir nicht einmal die Haare gemacht und gefrühstückt habe ich auch noch nicht, sagte Hermine, die aus allen Wolken gefallen war. Sie selbst war wegen des heutigen Ereignisses sehr aufgeregt. Keine Sorge, Miss Granger. Für ein Frühstück werde ich sorgen. Mrs. Malfoy betrachtete Hermines feuchtes Haar, das nach dem Waschen weniger buschig wirkte, bevor sie versicherte. Und um eine hübsche Frisur brauchen Sie sich ebenfalls nicht zu sorgen. Mrs. Malfoy zog ihren Zauberstab und benutzte ihn wortlos, sodass Hermine fühlte, wie einzelne, trockene Strähnen sie auf dem Weg nach oben ins Gesicht kitzelten. Da sie sich kein Bild von der Auswirkung des Zauberspruchs machen konnte, ließ sie Mrs. Malfoy an der offenen Tür stehen, um schnell einen Blick in den nächsten Spiegel zu werfen. Mrs. Malfoy hatte ihr eine elegante Hochsteckfrisur gezaubert.
Noch während sie sich ihre Haare betrachtete, näherte sich Mrs. Malfoy, bis sie direkt hinter ihr stand. Mit der Spitze ihres Stabes fuhr sie durch Hermines Haar und löste eine Strähne, die sich auf wundersame Weise wie ein Korkenzieher um den Zauberstab kringelte und ihr Gesicht umspielte. Weitere Strähnen folgten, bis Mrs. Malfoy lächelnd sagte: Ich würde meinen, man könnte an ihrem Haar nun nichts mehr verschönern. Hermine bedankte sich herzlich und nahm sich vor, sich mit Mrs. Malfoy wegen solcher Sprüche mal etwas inniger zu unterhalten. Miss Granger, wären Sie ansonsten bereit? Ja, ich muss nur noch die Schuhe anziehen, meine Handtasche holen und... Hermine hielt inne und machte große Augen, während sie zur gleichen Zeit den Mund aufriss. Oh mein Gott, ich habe das Hochzeitsgeschenk noch nicht abgeholt. Beruhigen Sie sich, wir werden es bringen lassen. Dann können wir jetzt gehen? Von der Aufregung in den Kerkern und im vierten Stock war absolut nichts im Büro des Direktors zu fühlen. Albus und Minerva saßen weiterhin gelassen auf der Couch, tranken Tee und hielten sich an der Hand. Manchmal strich Albus über den Ring, den er ihr wiedergegeben hatte, und das zauberte ein Lächeln auf ihr Gesicht. »Meine Teuerste«, begann er, »wäre es dir recht, wenn wir heute eine Stunde früher aufbrechen würden?« »Sicher, Albus, aber warum?« wollte sie wissen. »Nun, ein junger Mann hat mich gebeten, sich uns anschließen zu dürfen.« »Welcher junge Mann?« erklärend sagte Albus. »Mr. Zabini, er hat mir heute früh eine Eule geschickt und seine Situation erklärt. Er selbst ist, das konnte ich seinen Worten entnehmen, äußerst unsicher. Sehr lange hatte er sich nicht mehr frei bewegen können, hatte keine Menschen um sich herum gehabt, bis auf seine Tochter und...« Sie nickte. »Kingsley hat mir von seinem Schicksal erzählt, auch von dem von Miss Parkinson. Er hatte erwähnt, die beiden hätten eine gemeinsame Tochter.« »Mr. Zabini würde das Mädchen gern mitbringen. Er hatte mir geschrieben, dass er von allen Menschen mir das größte Vertrauen entgegenbringt, auch wenn ihn die etwas veraltete Schlagzeile von meiner Unversehrtheit sehr überrascht hätte. Die Tatsache, dass aus Hogwarts die erste hilfreiche Antwort gekommen war, mit der man sich eine Heilung seiner Partnerin verspricht, hat ihn dazu bewogen, sich vertrauensvoll an mich zu wenden.« Er blickte sie an und sagte: »Minerva, ich möchte dem jungen Mann gern beistehen. Sein Schicksal lässt mich keineswegs unberührt.« Sie lächelte zuversichtlich, bevor sie sagte: »Dass du nobel bist, habe ich schon immer gewusst.« »Nicht doch, meine Gute, du bringst mich zum Erröten«, flüsterte er kichernd. »Ich werde Mrs. Malfoy Bescheid geben, dass wir Mr. Zabini aus dem Krankenhaus abholen und nachher nach Malfoy Manor begleiten werden.« Kaum hatten Hermine und Mrs. Malfoy ihr Zimmer im vierten Stock verlassen, kam auch schon der Direktor, der Mrs. Malfoy bereits von Weitem auf sich aufmerksam machte. »Oh, Miss Granger, tun Sie mir doch bitte den Gefallen und sagen Sie Severus Bescheid, dass wir bald aufbrechen wollen.« »Was denn? Er kommt mit? So früh, meine ich.« »Ja, es war sein Wunsch gewesen.« Mrs. Malfoy blickte zu Albus hinüber, bevor sie Hermine erneut bat. »Bitte tun Sie mir den Gefallen.« Der Bitte nachkommend eilte Hermine vom vierten Stock hinunter in die Kerker, während einige Gemälde ihre Komplimente aufgrund ihrer äußeren Erscheinung hinterherriefen. An der Tür zu seinen Privatgemächern blickte Salazar sie verdutzt an. Es schien, als würde ihm ebenfalls eine Schmeichelei auf den Lippen liegen, welche er jedoch aus Prinzip, immerhin war sie eine Gryffindor, nicht kundtun wollte, und so öffnete er wortlos die Tür. Der Hund war offensichtlich nicht da, denn der kam normalerweise mit dem Schwanz wedelnd auf sie zugelaufen, selbst wenn er bei Severus im Schlafzimmer döste. »Severus?«, fragte Hermine laut in den Raum hinein. Sie wartete eine Minute, bevor sie noch viel lauter rief: »Severus!« Die Tür hinter ihr öffnete sich und der Gesuchte kam gerade mit dem Hund zurück. Als er sie erblickte, wollte er sie begrüßen, doch etwas hatte ihm die Stimme verschlagen. »Severus, gut, dass ich Sie antreffe. Mrs. Malfoy lässt ausrichten, dass wir bald nach Malfoys Manor gehen. Sie wollten mitkommen?« fragte Hermine
obwohl sie genau das eben von Mrs. Malfoy erfahren hatte. Ihre Frage schien er nicht gehört zu haben, denn er betrachtete sie von oben bis unten und schien angenehm überrascht zu sein. In einer derartig eleganten Robe hatte er sie noch nie zu Gesicht bekommen. Machen Sie sich bitte fertig. Sie klang sehr flehend. Ich, sicher. Wenn Sie einen Moment warten möchten. Er verschwand in seinem Zimmer und kam 5 Minuten später wieder zurück ins Wohnzimmer. Im ersten Moment fiel Hermine die Veränderung gar nicht auf, denn natürlich trug er schwarz. Allerdings war der Umhang aus einem sehr edlen Stoff geschneidert und durch die eingearbeiteten Falten umspielte er gekonnt die gut sitzende Zauberergarderobe, die Severus darunter trug. Grinsend erlaubte sich Hermine einen Scherz, in dem sie schmeichelte. Sieh an, heute in dunkelschwarz. Steht Ihnen wirklich gut, Severus? Kommen Sie jetzt bitte? Sie hielt ihm bereits die Tür auf, sodass er es unterließ, auf ihre Bemerkung einzugehen. Bevor sie zu den Malfoys gingen, machte Hermine einen kurzen Abstecher ins Labor, um sich eine Ampulle mit einem Beruhigungstrank zu holen, den sie in ihrer ungewohnt zierlichen Damenhandtasche verstaute. Malfoy-Männer begrüßte seine neu eingetroffenen Gäste mit viel Hektik, sodass Draco von dem Gefühl übermannt wurde, heute vor der Eheschließung nicht mehr zur Ruhe zu kommen. Etliche Fremde in schicker weißer Arbeitskleidung ließen Tabletts, Bouquets und andere Dinge hinter sich herschweben. Es duftete nach Essen, welches in der Küche bereits vorbereitet wurde, denn einige von Dracos gewünschten Köstlichkeiten aus aller Herren Länder benötigten eine lange Zubereitungszeit. Was tun wir jetzt? Fragte Hermine ein wenig unsicher. Dracos Stimme klang zwar sehr bestimmend, aber sein Äußeres verriet seine Aufregung. Kleine Schweißperlen standen ihm auf der blassen Stirn. Ich werde erst einmal mit Mr. Bones reden, sagte er, bevor er seine Mutter, Severus und Hermine einfach in der Eingangshalle zurückließ. Wir wollen ihm verzeihen, begann Narcissa entschuldigend. Er meint es nicht so. Hermine winkte ab. Es ist verständlich, dass er aufgeregt ist. Das wird sich schon noch legen. Narcissa holte plötzlich erschrocken Luft, als wäre ihr etwas eingefallen, und dann legte sie eine Hand auf Hermines Oberarm, bevor sie sagte: Sie haben noch keinen Bissen zu sich genommen. Ich werde ein Frühstück arrangieren. Sie blickte Severus an. Hast du schon etwas gegessen? Der schüttelte den Kopf. Wieder Hermine anblickend, sagte Narcissa lächelnd: Ich denke, Sie waren das letzte Mal vom Kaminzimmer ganz angetan. Wir werden dort in Ruhe das Frühstück zu uns nehmen. Gehen Sie beide doch bitte schon vor. Mr. Malfoy, sagte Mr. Bones grüßend. Nachdem Draco zurückgegrüßt hatte, erkundigte sich der Vater von Susan. Warum sind Sie schon so früh hier? Susan wird nicht vor Mittag herkommen. Ich wollte nur sehen, ob alles problemlos verläuft. Draco ließ seinen Blick im Raum umherschweifen und bemerkte die schicke Bar an einem Ende des Salons, die gerade von Personal aufgebaut wurde. Es ist alles im grünen Bereich, Mr. Malfoy, bestätigte Mr. Bones sehr selbstsicher. Als er seinen baldigen Schwiegersohn näher betrachtete, fragte er: Geht es Ihnen gut? Sie wirken ein wenig blass. Mir geht es bestens, log Draco. Sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn ich Ihnen helfen kann. Wir haben noch im Vorfeld ausgemacht, konterte Mr. Bones amüsiert, dass ich mich um die gesamte Ausstattung der Hochzeit kümmern werde. Machen Sie sich keine Sorgen. Der kleine Tisch in der Mitte des Saals erweckte Dracos Aufmerksamkeit, sodass er sehr beunruhigt nachfragte: Wo ist die Hochzeitstorte? Mr. Malfoy. Sein Schwiegervater in Spee legte ihm beruhigend eine Hand auf die Schulter, bevor er erklärte: Die Torte wird um Punkt 1 Uhr geliefert. Draco wollte gerade etwas sagen, da packte Mr. Bones die Gelegenheit beim Schopfe und zählte seelenruhig auf. Die Musiker werden zu 11 Uhr eintreffen und in aller Ruhe ihre Instrumente aufstellen. Die Fotografen
kommen gegen 13:30, um schon im Vorfeld die Räumlichkeiten mit all ihrer herrlichen Dekoration festhalten zu können. Jetzt fiel Draco etwas ein, doch abermals ließ Mr. Bones ihn nicht zu Wort kommen, denn er schien Dracos Gedankengänge zu erahnen. Der Hauself hat sich für 9 Uhr angemeldet. Er müsste also jeden Moment... Ein Plopp war zu hören. Wobble hatte sich eine Minute vor 9 in Malfoy Manor eingefunden, um den letzten Schliff bei der Ausschmückung durchzuführen. Ich bin doch wohl nicht zu spät, Sir? Fragte der Elf verlegen, weil die beiden Männer ihn anstarrten. Mr. Bones wandte sich an Wobble und sagte sehr freundlich. Nein, nein, mein Guter. Pünktlicher geht es kaum. Wenn Sie möchten, können Sie in der Küche noch ein Frühstück einnehmen. Meine Frau hat vorsorglich etwas zubereitet. Nein, danke, Sir. Ich würde gern sofort anfangen. Wobble wandte sich lächelnd ab und ging gemächlich durch den grünen Salon, schnippte derweil rechts und links. Mit seinen langen Fingern, sodass der Blumenschmuck und kunstvolle Gewinde aus Laub die Wände verschönerten. Wie Sie sehen, Mr. Malfoy, habe ich alles fest im Griff. Als Mr. Bones ihn anlächelte, lächelten auch dessen Augen und Draco wurde sich sicher darüber bewusst, dass Susan dieses Merkmal von ihrem Vater geerbt haben musste. Ach, mit einer Sache könnten Sie mir tatsächlich behilflich sein. Draco lauschte aufmerksam. Ich konnte die Sitzordnung noch nicht endgültig bestimmen. Dazu benötige ich die Zusagen der Gäste. Dracos Augen fielen ihm beinahe aus dem Kopf, denn daran hatte er wirklich nicht mehr gedacht, sodass er nur stotternd mitteilen konnte, dass er es vergessen habe und dass es ihm schrecklich leid tue. Nun mal ganz ruhig. Mr. Bones führte ihn zu einem der bereits gedeckten Tafeln, an denen er und Draco Platz nahmen. Wie viele Gäste haben ungefähr abgesagt? Erleichtert atmete Draco aus, denn selbst wenn er keine Liste hatte, so war die Situation nur halb so schlimm. Es hat niemand abgesagt, nur werden einige Personen erst nach der Trauung hinzustoßen. Und wieder ein Problem gelöst, sagte Mr. Bones beschwichtigend. Dann kann ich mich ja doch an die Sitzordnung halten, die ich aufgrund der Gästeliste erstellt hatte. Für alles andere ist ebenfalls gesorgt. Die geladenen Muggel werden persönlich abgeholt. Einige Übernachtungen sind bereits arrangiert worden. Kein Grund zur Panik, Mr. Malfoy. Ich schlage vor, Sie gehen in die Küche und lassen sich von meiner Frau oder ihrer Trauzeugin ein wenig verhätscheln. Mr. Bones hatte ihn durch die Tür aus dem grünen Salon geschoben, weswegen Draco in der Küche zunächst Mrs. Bones begrüßte. Die klärte ihn darüber auf, dass seine Mutter und die beiden anderen im Kaminzimmer frühstücken würden. Obwohl er selbst keinen Hunger verspürte, suchte er deren Gesellschaft. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.